hoch die Hände, langes Osterwochenende. Und die Sonne lacht, es ist so wunderschön. 23 Grad, 60 Grad an. Wir sind unterwegs ins Fränkische Seenland erst einmal, ne? Ja. Wollen zu Ostern so eine kleine Rundfahrt, Rundreise machen. Wo wir genau hinfahren, wissen wir noch gar nicht so. Also erstes Ziel ist jetzt erst einmal der Brombachsee. Genau, der Brombachsee. Und da wollen wir auf den Stellplatz Panoramablick. Jawohl. Hoffentlich kriegen wir da vielleicht noch einen Platz. Das ist natürlich Freitagmittag. Das ist schwierig, ne? Ich glaube, da kämpft jemand um einen Platz. Also wir werden mal sehen, ob wir Glück gehabt haben. Und wo es uns überall hintreibt, zeigen wir euch. Wir sind am Brombachsee angekommen. Wir haben einen schönen sonnigen Tag heute erlebt. Ich glaube, man sieht es auch, ich bin sogar ein bisschen braun geworden. Und wir machen jetzt noch einen schönen Spaziergang. Aber ist das nicht schön? Mitte April und so ein Wetter. Wir laufen mit kurzer Hose rum und ist einfach nur toll. So, einen wunderschönen guten Morgen vom Panorama-Stellplatz hier. Zeige ich euch mal ganz kurz ein bisschen einen Eindruck. Also er ist echt groß, hätte ich gar nicht gedacht, gestern, wenn wir angekommen sind. Es geht weit nach oben, also richtig schöne Panoramaplätze mit einer wunderschönen Sicht von da oben. Und auch hier unten geht es noch weiter. Und da unten ist die Anmeldung, die schauen wir uns da auch gleich noch an. Da gibt es dann auch Brötchen, die haben wir gestern noch bestellt. Ja, machen wir mal unsere Morgenrunde. Ja, jetzt stehen wir hier bei der Anmeldung, beim Anmeldehäuschen. Und so wie wir gestern mitbekommen haben, kommt da abends auch jemand vorbei. Da kann man sich dann persönlich anmelden. Aber es gibt da vorne auch noch einen Zahlkasten. Und hier kommt dann auch der Bäcker. Die dazugehörigen Umschläge gibt es dann hier. Die Bäckerbestellungen bis 17.30 Uhr. Ja, hier ist ein bisschen Infomaterial, was man hier alles so unternehmen kann. Und hier sind die Gebühren. Also für die Nacht 10 Euro, ab 7 Tage 60 Euro. Und die Fernentsorgung ist drüben auf einem anderen Stellplatz. Das ist ein Parkplatz, das sind auch noch Stellplätze, dort kann man auch fern entsorgen. Wie kriegt man seinen Müll los? Ich glaube, das ist der andere Bezahlkasten hier. Ja, genau. Übliche Geschichte. Münzen einwerfen, Beleg rausholen für 24 Stunden. Na, das nenne ich doch mal einen Platz an der Sonne, oder? Riesenstühle hier. Kann man sich aber leider nicht neu setzen, ist abgesperrt, oder? Hey, von hinten geht's rein. Ha! Schaut euch diese Ömmel mal an.
Aussicht. Der Hammer. Ist total schön hier. Outdoor-Spaß im Abenteuerwald Enderndorf. Jawohl. Wenn man keine Höhenangst hat, kann man das machen. Geht es da mitten durch den Wald durch. Haben wir gestern Abend schon gesehen, es kommt irgendwo, kommen wir unten raus. Bestimmt cool. Das ist doch cool. Eine tolle Geschichte. Lässt sich durch die Bäume schaukeln. Sieht aber entspannt aus, ne? Und was man so alles entdeckt, wenn man hier mit dem Hund früh unterwegs ist, ne? Das ist hier ein Fußwanderweg mitten durch den Wald. Und ich fand den jetzt gerade total interessant. Ich habe gar nicht gewusst, dass das hier ist. Wir sind gestern da auch schon mal vorbeigelaufen. Aber habe gar nicht so drauf geachtet. Geht hier runter. Verschiedene Steine, große Steine. Jetzt hat sich der Hund gerade mal um mich rumgewickelt. So, weiter. Erlebnis für die Füße hier. Ich hätte Probleme, glaube ich. Ich habe so empfindliche Füße. Es dauert Stunden, bis ich da über diesen Boden gelaufen bin. Hört ihr das? Mitten im Wald, Vogelgezwitscher. Es ist Frühling. Heute sind es 25 Grad, werden wir uns. Der Hammer. So, laufen wir mal ein Stück weiter. Ach, einen Übungsfuß haben wir hier auch. Ja, da könnt ihr Schleife binden lernen. Mit den Zehen binden. Ach Gott, auch noch. Und Stöckchen stapeln. Das ist ja toll angelegt hier, wirklich. Ja, und das hier ist die dazugehörige Fußwaschstation. Wenn ihr also aus dem Wald zurückkommt vom Fußpfad, Barfußpfad, dann könnt ihr euch hier eure Füße waschen. Eine schöne, erlebnisreiche Sache. Das schöne, herrlichen Wetter, ne? Haben wir die Fahrräder jetzt ausgepackt und werden mal da eine Runde drehen. Um den See rumfahren, das ist total schön. Ist echt klasse. Wie im Sommer. Wir haben heute früh schon draußen gefrühstückt. Ja. War herrlich, ne? Ja, war schön. So, Manu, wo sind wir denn jetzt? Also ich erkläre euch das jetzt einmal. Wir sind jetzt hier am Großen, Kleinen und Igelbachsee. Also das ist unser aktueller Standort. Hinter uns war vorhin, wo wir gefilmt haben, der Igelbachsee. Und dann fahren wir jetzt hier und dann kann man die kleine Runde über diesen Damm fahren, außen rum. Den Fahrradweg entlang und dann sind wir wieder hier in Enderndorf beim Stellplatz. Oder man fährt einfach die große Runde hier. Kommt man hier abkürzen wieder zurück oder komplett rum. Oder komplett rum. Ja, wenn wir gleich. Wie wir Lust haben. Wenn wir dann gleich mal sehen, wie weit wir kommen. Genau. Thomas, der Hundeflüsterer. Ja.
Und hier ist die Badestelle am Brombachsee und wir haben vorhin fast schon jemanden im Wasser gesehen. Ja? Man glaubt es nicht, also ich wäre wahrscheinlich schockgefrostet. Aber es gibt doch immer den einen oder anderen, der erster ist. Fast wie am Meer hier. Sensationell. Wunderschön. Und wie sagen wir immer, wenn Engel reisen, ne? Genau. Ja, dann passt das, ne? Hallo. Hallo. Servus. Du hast Rudi vorbeigefahren. Ja? Das ist gemein, ne? Ja. Sind wir wieder am Startpunkt angekommen, ne? Ja, einmal drumherum. Einmal drumherum gefahren um den ganzen See. Keine Hexerei. Ne, überhaupt nicht. Wir waren jetzt anderthalb Stunden, zwei Stunden unterwegs. Gemütlich, mit mehreren Stops. Leckeres Radler haben wir auch gekriegt. Ne, war jetzt sehr schön. Also das ist wirklich ein Ausflugstipp. Das kann man mal machen. Richtig toll hier, ne? Empfehlenswert. Geil. Drachentöter, oder? Georgs Gmünd. Wenn Sie die Zeit ausweiten, auch erst hier 2223 weiter vorne.